Moin, willkommen zum Unboxing-Video von den Austem M05 Bluetooth-Kopfhörern. Die M05 habe ich netterweise vom Combay Online-Shop gestellt bekommen und den Produktlink dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. So, fangen wir jetzt erstmal an mit den Austem M05. Was sind das überhaupt? Die Austem M05 sind Bluetooth-Kopfhörer mit der kleinen Besonderheit, dass sie nicht nur über Bluetooth laufen, sondern auch ganz klassisch auch noch per Kabel verbunden werden können. Die Austem M05 werden in dieser schwarzen Kartonbox geliefert, die erstmal wirklich beim Anfassen sich wirklich, wirklich hochwertig anfühlt. Die schwarze Kartonbox hat einen leicht samtartigen Überzug, was hier auch kurz sieht, dass kleine Fingerabdrücke auch darauf bestehen bleiben und macht wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck. Und man sieht hier auch schon, dass Bluetooth und auch das aptX-Protokoll unterstützt werden. Das ist wirklich sehr gut. Und man sieht hier noch ein paar Ausschriften von wegen Hands-Free, Deep Bass, High Sensitivity. Wie sich das Ding wirklich schlägt, von wegen Deep Bass und sowas, werden wir in der späteren Review nochmal auseinanderflügen. So, auf der Seite finden sich nochmal ein paar weitere Spezifikationssätze, nichts Besonderes. Hier nochmal das gleiche. Und auf der Rückseite haben wir ganz kurz nochmal zusammengefasst, hier in verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Daten, wie zum Beispiel was für eine Bluetooth-Version ist. Da ist das aptX-Protokoll unterstützt, natürlich das 4.0 Bluetooth-Version und angeblich ein Standby-Zeit von 52 Stunden und eine aktive Zeit von bis zu 20 Stunden, was echt gut ist. Und nebenbei hat das Ding natürlich auch noch, kann man als komplettes Headset verwenden, weil es auch Mikrofon mit integriert hat. So, gucken wir uns dann erstmal als nächstes an, was alles noch da drin ist. Vielleicht nehmen wir Kopfhörer noch was, wir werden es sehen. So, hier hatten wir einmal die Kopfhörer, hier drin ist nichts mehr. Haben wir darunter noch was? Ja, wir haben hier einmal eine Bedienungsanleitung, schätze ich mal. Modell M05, das ist zumindest richtig User Manual, man sieht es hier. Und ja, was genau drin steht, ob es wirklich hilfreich ist, werde ich in der Review nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall nett, dass das zumindest beiliegt. So, hier haben wir das 3,5 mm Verbindungskabel, falls man nicht die Bluetooth-Version benutzen möchte, nicht die Version, sondern die Modi. Was so gut ist, weil dafür wird nicht ein Akkuverbrauch benutzt, sondern man kann wirklich auch das ganze Ding ohne Akkustand benutzen dann. Hier ist das Aufladekabel, schätze ich mal. Das ist ein Micro-USB-Kabel. Und nun schauen wir uns kurz mal die Kopfhörer selber an. Die Kopfhörer selber haben hier eine Carbon-Optik an der Oberseite als auch an den Kopfhörermuscheln. An den Unterseiten sieht man hier das Mikrofon, relativ groß, das ist schon mal gut auf jeden Fall. Als auch drei Bedienelemente auf jeder Seite an der Unterseite hier. Und die Kopfhörermuscheln sind sowohl in diese Richtung bewegbar als auch drehbar. Auf jeden Fall gut. Hier sieht man auch das Bluetooth-Logo, hier das aptX-Logo. Und fühlen sich sehr weich an, muss ich sagen, jetzt gerade. Und hier oben auch nochmal. Fühlt sich sehr schön weich an. Auf jeden Fall nett. Und hier nochmal sieht man, da ist 3,5 mm Kopfhörer-Anschlussbuchse. So, das wäre es auch schon mit dem Unboxing-Video gegangen. Das war relativ fix, aber wie zu erwarten, wird nicht so viel mitgeliefert zu den Kopfhörern. Aber die Verpackung macht schon mal wirklich Lust auf mehr. Es fühlt sich sehr hochwertig an. Und sobald ich meine Review fertig habe, werde ich diese in der Videobeschreibung wie immer verlinken. Und ich hoffe, ich konnte euch dazu nochmal gewinnen, darüber vielleicht nochmal das nächste Video anzuschauen. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.